gerade noch mal eben drüber nachgedacht, dass ich vielleicht nicht ins Mikro pfeifen sollte. Ja, heute, seht ihr das übrigens? Es ist Sonne. Es ist sonnig. Kann man sich das vorstellen? Ich mir nämlich nicht. Trotzdem, mega, mega schönes Wetter im Moment. Soll ja leider nur bis mittags anhalten, aber ich wollte heute einfach mal die CC Fireworks, wie heißt die, 16 Colors Eyeshell Palette in Farbe 07 ausprobieren. Die habe ich mir aus einem Trash-Wander-Paket genommen. Und ich würde mal sagen, wir schmecken da heute irgendwie einen interessanten Look mit. Wenn ich ein bisschen anders klinge, ich bin erkältet. Nur mal so zur Info. Und noch zur Info, ich liebe Katzen und deswegen ist das halt auch eine Palette, die ich mir unbedingt aus diesem Wanderpaket rausnehmen wollte. Die, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die hat hier diese Glitzerdinger drin und die jonglieren dann halt, doch, ihr seht das, ne? Die jonglieren da so ein bisschen hin und her, halt ist ein bisschen dicker, die ist gewölbt, sodass das dann auch hier wirklich schönes Plastik ist. Schöne mega Umverpackung. Die kommt mit 16 Farben, steht ja auch drauf, ne? 16 Farben kommt die. Das sind 1, 2, 3 Glitzertöne drin, mehrere Schimmertöne in hell und dunkel. Das ist irgendwie so ein Schwarz mit Sparkle drin. Ich glaube, das sieht man auch total gut. Da hat so grobe Glitzerpartikel drin, beziehungsweise ich glaube, da sind Schmetterlinge auch mit bei. Ne? Also ganz, ganz interessant. Das ist ein wunderschöner, ja, auf jeden Fall ein wunderschöner Orange irgendwo. Man hat mehrere heller in der Corner-Dinger. Man hat so als Pop-of-Color 2 grüne. Guten Morgen. Na, wie war deine Tour gestern? Und das ist mal die Palette. Ich finde die mega, die kann man auch noch mit so einem kleinen Schuber. Hier hat er so einen Riffel dran, den kann man halt immer da reinstecken oder auch sein lassen. Also, das, ne? Wie man es denn so gerne möchte. Ich finde den Schuber alleine schon geil. Also, ne? Ich bin total eine Katzenliebhaberin. Ich habe, glaube ich, 20, 25 Jahre eine Katze gehabt, bis sie dann irgendwann mal nach einiger Zeit nicht mehr lebendig war. So nach fast 20 Jahren und seitdem habe ich auch keine mehr, aber ich liebe einfach Katzen. Also Katzen, ich bin wirklich Katzenmama und nicht Hundemama. Ist halt jedem irgendwie selber überlassen. Ich muss eine Runde mal ein bisschen Lippenöl, die Juicy Bomb auftragen, weil dadurch, dass ich halt erkältet bin, trocknen irgendwie immer komplett die Lippen aus. So, ich habe übrigens gestern meinen Becher bekommen. Es war eine Abonnentin dabei. Oh nein! Wie cool. Also ich habe jetzt mir gestern den Becher, ich habe ja gesagt, ich habe mir einen großen Trinkbecher von Amazon gekauft. Ich habe den übrigens euch verlinkt. Ich habe den gestern zweimal getestet. Der kommt mit hier den Alu-Strohhalmen, voll am Schielen, den Alu-Strohhalmen. Den gibt es auch in mehreren Farben jetzt. Ich wollte euch den einfach mal zeigen, weil ich das interessant finde. Es gibt ja so diesen Hype, zumindest in den USA, dass es diese Stanley-Becher gibt. Und das ist einfach eine ganz günstige Alternative dazu. Ich weiß nicht, wie lange der hält oder wie gut der auch immer ist und wie lange der so was kalt hält. Aber ich finde die Variante echt nicht schlecht. Die hat jetzt keinen irgendwie Griff oder so. Die kann man, glaube ich, auch, dadurch, dass der hier dünner ist, ganz normal unten in das Abstellfach fürs Auto stellen und kann daraus trinken. Man bekommt nicht nur hier diesen Strohhalm dabei, man bekommt auch einen geraden Strohhalm dabei. Guten Morgen. Und ich habe not sponsored, nur Affiliate-Link. Also, ne, ich habe mir den selber gekauft und selber auch ausprobiert. Und man bekommt noch 2 Deckelvarianten dabei. Im Foto, was ich nochmal ganz genau sagen möchte, sieht man nicht, dass das, oder zumindest habe ich das nicht gesehen. Ich sage es mal lieber so. Im Foto hat man, glaube ich, nicht gesehen, dass hier eine Lücke ist. Also das ist ein Becher, der ist offen, beziehungsweise ein Deckel, der ist hier unten permanent offen. Da passt aber, so wie ich das verwendet habe, auch ganz normal ein Strohhalm durch. Ja, also man kann die Becher beides mal als Strohhalmbecher verwenden. So habe ich das gestern auch zweimal gemacht. Und man bekommt einen anderen Becher, der hat halt hier so eine Öffnung. Da könnte man heiße Getränke raustrinken und dann einmal hier nochmal einen Verschluss für den Strohhalm, beziehungsweise, ne, da könnte man den Strohhalm reinstecken und dann einmal zumachen, wenn man das nicht benutzt. Finde ich eine ganz tolle Alternative, eine ganz tolle Variante und der ist halt nicht teuer. Ich wollte halt erstmal austesten, wie ich mit so einem Becher zurechtkomme. Man sieht auch hier, ich weiß nicht, wie ewig Zeiten das hält und wie gut das dicht hält, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich brauche halt so einen Becher. Ich wollte einfach so gerne so einen Becher haben, den ich mir einfach abends mit einer vollen Kanne Wasser oder aber auch Cola, Pepsi, Fanta, was auch immer man da drin haben will oder irgendwie ein Heißgetränk hier hinstellen kann, ohne dass ich den direkt umkippe. Und dafür finde ich den genial. Und man kann halt auch beide Varianten einfach für den Strohhalm benutzen und den Strohhalm reintun. Hier klimpert das, bei dem anderen ist einfach gummiert. Ich glaube, der kostet 14,99 € und ich fand, dafür ist das auf jeden Fall total genial und dafür ist das auch vollkommen in Ordnung, so wie der jetzt ist. So.
Sind übrigens 850 Milliliter, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Gibt es aber auch eine Runde kleiner, also irgendwas mit 500 Milliliter. Fand aber jetzt die größere Variante einfach nicht schlecht, in verschiedenen Farben. Ich habe euch den Link unten hingestellt, nur einfach mal so zur kleinen Info. Affiliate-Link, wenn ihr den oder wenn ihr über den Link bestellt irgendetwas, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt aber irgendwo nicht mehr. Ist über Amazon Prime, ich glaube 14,99 oder so. Hat die Farbe jetzt gekostet. Ich glaube, den gibt es auch noch einen Tacken teurer. Ich glaube 16,99, wenn man eine andere Farbe wählt. Mir hat schwarz vollkommen gereicht. Einmal sich nochmal schön am Kaffee verbrennen und dann gehen wir auch, starten wir auch direkt mit dem Lidschattenlook. Das ist die CC Palette. Die habe ich, ich glaube, das müsste von dir, Claudia, die gewesen sein. Ne? Die hast du in den Wanderpaket reingetan. Die glänzt jetzt nochmal richtig geil. Also die jongliert und glänzt und macht und tut. Die hat insgesamt 3 Glitzer. Töne. Das ist einmal hier komplett grobes Glitzer mit Schmetterlingen drin und 2 auch sehr recht grobe Glitzertöne. Ich weiß noch nicht, ob ich die verwenden werde. Ansonsten ist es wirklich eine eher neutrale Palette mit Pop-Off-Blue, wie es eine Zeit lang auch irgendwie immer bei vielen Lidschattenpaletten so war. Ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Ich habe nämlich noch nichts von CC ausprobiert und Katzen. Ich bin voll der Katzenfan. Ja, also, geprimed wird wieder mit dem Milani Eyeshadow Primer. Ich sage immer noch Primer Potion. Irgendwie hat man das dann so drin. Wenn man ein halb Jahr den Namen irgendwie verwendet hat, bleibt er irgendwie total drin. So, einmal über das Auge damit und dann starten wir einfach mit der Palette. Ich bin mega, mega gespannt, ob die so schön ist, wie die halt von außen ist oder ob die mich komplett enttäuschen wird. Ich habe noch gar nichts von der Marke CC ausprobiert. Deswegen war ich da, na, also erstmal die mit einer Katze und dann auch noch eine Marke, die ich noch gar nicht kenne, ist immer bei mir direkt mal, muss ich einfach haben. So, einmal geprimed ist jetzt. Übrigens gibt es CC auf Yes Style, diese Palette aber nicht mehr. Es gibt noch irgendwie eine andere Palette, glaube ich, von der Serie, aber nicht mehr diese genau. Habe ich nämlich gerade nachgeguckt, weil ich ein Foto suchen wollte. So, ich zoome euch einen Tacken ran, damit man das ein bisschen besser sieht. Augenringe und so stammen von meiner Erkältung, würde ich mal behaupten. Und einfach, weil ich immer so aussehe. Ja. Und jetzt ist auch schon wieder die Sonne weg, leider. Ich hoffe, das habe ich, aber ich habe so einen Shield, was auch immer, Protection Shield, so ein bisschen in meinem Fenster reingemacht, dass das nicht immer so die Farbe wechselt dann. Ich hoffe, das klappt einigermaßen und sonst müssen wir uns irgendwie eine andere Alternative irgendwann mal überlegen, aber heute nicht. Ja, und übrigens, die haben auch Katzenprägung drin. Ich glaube, ich kann euch das noch so da reinhalten. Katzenprägung, sieht man die? Da. Männchen. Da ist eine Katze drin, da sind Katzenpfötchen drin. Ne, da ist die Katzenschnauze drin und da sind die Katzenpfötchen drin. Und da ist auch nochmal eine Katzenpfote drin. Also total niedliche Prägung auch. Ich hoffe, ich zerstöre die jetzt nicht mit meinem ersten Pinselding. Ich sette einmal eine Runde, bevor ich das mache, mit der Palette hier. Mit der Norvina Palette. Denn so ein extremst heller Ton wie der in der Norvina Palette ist jetzt gar nicht da drin. Also das ist eher schon so ein First Transition, also für erster Ton, den ich mir auftragen würde. Und ich hier jetzt gerade zum Setten von diesem oberen Bereich bei mir gedacht. Daher gehe ich jetzt einfach einmal fix in die Norvina Palette und sette jetzt mal den oberen Teil, damit ich da einfach die Farben irgendwo besser ausblenden kann. Ja, was haben wir denn da? Wir haben, ich muss mal einmal den Pinselbecher ein bisschen mehr nach vorne holen, denn sonst greife ich immer so und ihr wollt mir nicht die ganze Zeit in die Ohren gucken. Dann haben wir einmal, also das ist so die hellste Farbe in der Palette, bis auf die Schimmertöne, das sind Schimmertöne. So, ich glaube, so sieht das ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen mehr nach hinten gehe. Das sind Schimmertöne, das 3 sind ganz normale Schimmertöne, das ist ein matter Ton. Dann haben wir einen orangestichigen matten Ton, den ich mir auch noch in der Crease vorstellen kann, und einen sehr neutralen matten Ton. Der ist so, ja, von der Farbtiefe würde ich die beiden schon fast gleich behaupten. Und dann haben wir 2 dunklere Töne. Der ist eher dunkelbraun und der ist eher ins Rötlichgehende. Und natürlich noch diesen Schwarz mit sehr viel Schimmerpartikeln drin. Den probieren wir natürlich auch aus und gucken, ob die Schimmerpartikel irgendwie auf dem Auge sich übertragen lassen oder ob die sich komplett wegblenden. Ich bin echt gespannt, wie dann später das Ergebnis von diesem Look aussieht. Vermutlich wird es einfach relativ neutral sein, weil ja die meisten Lidschatten dann doch eher neutral sind, aber ich möchte gerne die blauen Töne benutzen. Das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich starte mit dem ersten Ton
gucke, wie der pigmentiert ist und arbeite mich dann zu diesem Ton durch. Die haben übrigens keine Namen oder so, sondern das ist eigentlich wirklich nur so, ne? Ohne Namen, eine Palette. So, erster Eindruck vom... Sie nehmen Farbe auf, jetzt aber nicht zu dolle. Die Prägung ist direkt noch nicht kaputt. Krümeln jetzt aber auch nicht irgendwie besonders oder so, sondern ja, die haben ein wenig Kickback, aber also so minimal Kickback, würde ich schon fast behaupten. Und den nehme ich mir jetzt erstmal als ersten Ton für meine Crease und arbeite gleich den orangenen Ton so ein bisschen da rein. Übrigens ist ein Morphe-Pinsel. Ich finde Morphe-Pinsel zumindest diese Variante nicht dolle, weil die hat irgendwo ein pieksiges Haar, was man dann immer mal wieder merkt und das nervt. Eigentlich müsste ich den mal aussortieren. So. Also davon sieht man jetzt nicht viel. Man sieht so einen ganz, ganz kleinen Schatten. Das wäre mir jetzt aber für meine erste Crease-Farbe, die ich jetzt permanent bzw. nur als einziges da drin tragen würde, viel, viel zu hell. Da würden meine Augen dann trotzdem irgendwie immer noch müde und gedrungen aussehen. Und das möchte ich ja nicht. So, jetzt nehme ich den nächsten Pinsel, ist übrigens auch ein sauberer. Und gehe in diesen orangenen Ton rein. Vorsichtig, denn da ist auch eine süße Prägung drin. Und nehme den orangenen Ton jetzt einfach mit diesem dickeren, fluffigeren Pinsel auf. Ja, der hat auf jeden Fall Farbe. Und den Orangeton mag ich auch sehr gerne. Passt vielleicht nicht zu meinem Pulli, aber lassen wir einfach mal. Dafür hätte ich vielleicht besser den roten nehmen sollen. Ja. Aber ansonsten, schicke Farbe. Harmoniert auf jeden Fall sehr, sehr gut mit meinen Augen. Übrigens, vielen Dank für alle Leute. Ich suche gerade mal ein Taschentuch eben, weil meine Nase leuchtet so ganz vorsichtig. Nur einmal abrufen. Ah. Übrigens, danke für diejenigen, die bei mir oder auf dem Purish-Bild da abgestimmt haben. Ich glaube, ich habe die erste Runde zumindest einigermaßen überstanden. So wie ich das heute Morgen gesehen habe, ging das irgendwie 51% für mich aus zu 49. Ich hoffe, da haben jetzt nicht in letzter Minute noch so viele gegen mich gestimmt oder so. Ich hoffe einfach mal, dass ich das irgendwie geschafft habe. Dankeschön übrigens dafür, ne? Also mega, wenn das irgendwie geklappt hat, dass ich die erste Runde überhaupt überlebe. Danach die Runden vermutlich nicht mehr, aber die erste Runde habe ich vielleicht dann geschafft. Und freue mich einfach riesig, dass das überhaupt irgendwie geklappt hat. Weil da waren ja echt Looks dabei. Also die haben irgendwie 144 Einsendungen gehabt. Da, wo Bilder dann denen zugeschickt wird. Also die ersten Runden, die werden noch einen Tacken länger dauern. Und ja, schon krass. Und die wurden jetzt erstmal in der ersten Runde gegenübergestellt, so dass man immer wählen konnte, welcher denn von den beiden Looks irgendwo der Favorit ist. Und ich hoffe einfach mal, dass ich die erste Runde wenigstens geschafft habe. Viel weiter werde ich nicht kommen. Also da sind Looks dabei gewesen, wo man sich echt denkt, krasse Sache. Sowas kann ich einfach nicht. Sowas geben meine Augen nicht her, sowas gibt meine Augenform nicht her und so gibt, so bin ich auch zu Form. Ich sag's mal so. Also es ist jetzt einfach nicht so meins. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, habe ich ja gestern auch erzählt, als, wie heißt das? Als, so, ich gehe jetzt in diesen rötlichen Türen rein, nochmal, nebenbei. Als Douglas und Sephora das jede Woche gemacht haben, da habe ich das auch, glaube ich, anderthalb Jahre lang versucht. Und habe das dann irgendwie nicht geschafft, da irgendwie mal zu gewinnen. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas bei Purish gewonnen. Das waren aber dann, da ist Purish gerade angefangen, haben einfach auch nicht so viele mitgemacht irgendwo. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt so extrem irgendwie weiterkomme. Ich glaube, dafür ist mein Look halt zu alltagstauglich. Aber vielleicht werde ich auch irgendwie mit irgendwem gepaart, wo ich dann trotzdem noch irgendwo gegen gewinne. Wer weiß. Auf jeden Fall, erste Runde hoffentlich geschafft. Also der Rotton ist jetzt nicht so extrem. Ich habe aber auch einen ganz fluffigen Pinsel von Dominic Cosmetics. Damit ich nur ein bisschen den Rotton mit reinbringe, so passt das ein bisschen besser zu meinem Pullover. Ist auf jeden Fall da. Ist aber jetzt vielleicht auch durch den Pinsel bedingt jetzt nicht der extrem krasseste Ton. Mag ich aber total. Dadurch kriege ich so einen leichten Sonnenaufgang-Look. Gehe gleich nochmal mit dem Orangenen zurück, um mir den nochmal so ein bisschen wiederzuholen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Die blenden sich gut ineinander über. Oder ist ja auch die gleiche Farbfamilie. Also ist einfach so. Ja? Die blenden einigermaßen gut ineinander über. Und
funktioniert auf jeden Fall. So, einmal nochmal die Seite und die andere Seite. Und ich glaube, man sieht eigentlich einen schönen Farbverlauf. Hier hinten gehe ich nochmal einen Tacken höher. Und dann kommt die nächste Farbe auch dran. Gehe jetzt mit der direkt auch mal an meinem äußeren beweglichen Lid so ein bisschen hin und her. Denn ich möchte als nächstes, glaube ich, das Schwarz verwenden. Und da habe ich schon lieber eine kleine Grundlage, sodass das dann so ein bisschen rötlicher Schwarz wird. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Ton. Nehme ich mir den jetzt mit dem Pinsel. Den muss ich jetzt sauber machen. Das ist nämlich eigentlich, ich habe das gestern wieder bei Emily Noel gesehen. Die verfolge ich eigentlich schon seit 4, 5 Jahren. Das ist eine englischsprachige, amerikanische YouTuberin, die viel Drogerieprodukte macht und auch Ewigzeiten schon dabei ist. Also die ist bestimmt seit Anfang YouTube dabei. Und die nimmt nämlich immer so einen flachen Pinsel, setzt den sich hier an, tupft ihn auf, da wo man das Pigment haben möchte. Nimmt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auf und dreht dann den Pinsel um und geht damit in die Crease, sodass ich sie da nicht zu hoch kommt und dann halt nur die Überreste in die Crease so ein bisschen reindrückt. Vielleicht habe ich jetzt den falschen Pinsel dafür benutzt, aber ich glaube, das ist nämlich mal eine ganz andere Variante, so dann die Crease zu formen, so den äußeren Bereich hier so ein bisschen mit Farbe zu bedecken, aber vielleicht auch mal einfach nicht zu hoch zu gehen, direkt am Anfang. Und dann nimmt sie nochmal den ersten Ton, den sie da hatte, also den Transition-Ton, für Decrease, und dann geht sie nochmal da rein und verblendet dann. Im Prinzip so, hoffe ich. Hoffe ich, dass das so gemeint ist. Oder dass sie das immer so macht. Also sie drückt sich im Prinzip die äußere Farbe auf, oder die Farbe, die sie im Außenwinkel tragen möchte, und geht dann erst mit dem anderen Ton rüber und blendet hin und her. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, weil das ist ja so ganz anders, wie ich es sonst mache. Und schaue dann mal, wie gut sich die dann ineinander verblenden lassen oder ob ich dann da nochmal ein bisschen härteren Pinsel für nehmen muss oder eine andere Pinselform. Lässt sich auf jeden Fall verblenden und man platziert dann halt seinen Lidschatten schon mal eher dahin, wo er sein soll und blendet halt nicht direkt überall in jegliche Falte rein. Ist auch mal eine ganz andere Variante und eine ganz andere Sache, wie man denn so einen Look irgendwie von Anfang an gestaltet. Übrigens, jetzt ist wieder die Sonne da, aber hat nur eine Wolke. Ich hoffe, das stört nicht, dass der Hintergrund jetzt die ganze Zeit immer hell und dunkel wird. Ist einfach jetzt jahreszeitenbedingt so ein bisschen. So. Gehe ich nochmal zurück in den roten. Da sieht man auch immer bei dem Pinsel, der hat auf jeden Fall schon diese schwarze Farbe so ein bisschen mehr angenommen. Gehe jetzt nochmal hier in den roten Ton rein und verblende hier hinten besonders den schwarzen nochmal in den roten. Geht auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die krasseste und beste Kombination für so einen schwarzen Ton, aber man kann das auf jeden Fall auch so machen, wie sie das gemacht hat. Und ich finde einfach mal so ein bisschen andere Techniken ausprobieren, wie andere Leute das machen, die auch vielleicht schon ein bisschen länger das irgendwie auf YouTube machen und vielleicht auch noch länger, als ich mich schminkt. Ist das ja auch mal ganz witzig zu sehen, wie diejenigen Personen das dann so hinkriegen. Und sie geht nämlich wirklich in die Crease rein und tupft das und drückt das und smudgt das dann einfach so aus. Zack, 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 zack. Bei ihr sieht das immer total easy, total einfach aus. Also da muss ich mich noch erst dran gewöhnen. Ist aber, glaube ich, eine gute Variante, um dann wirklich am unteren Bereich, vielleicht klappt das mit dem Auftupfen dann auch bei der Emily in Paris Palette. Das kann natürlich sein, weil Emily in Paris blendet sich ja komplett weg. Und diese Palette, also der Schwarz, der sitzt, es blendet auch natürlich einen Tacken weg. Aber das wäre vielleicht eine Alternative, einfach um diese Emily in Paris Palette so ein bisschen mehr machbar zu machen. Gerade hier diese pinken Töne, die sind ja echt bescheiden konstruiert worden von denen. Und wenn man dann halt den, bevor man den irgendwie versucht zu blenden, auftupft und dann vorsichtig nur die Kanten ausblenden, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine gute Alternative für solche Lidschatten ist, die einfach irgendwo nicht halten, wenn man das in dieser Variante macht. So, vorsichtig. Nochmal hier hinten hin. Man muss halt die Stellen, wenn es halt jetzt so ein krasser Unterschied ist zwischen diesem braun-rot und schwarz, schon recht blenden. Aber ich habe jetzt hier hinten
die Farbe aufgetragen und die Intensität, die ich haben wollte. Und dann nach oben hin so ein bisschen ausgesuftet. Ich glaube, das reicht mir auch schon. Und ich mag gerade die Form, die ich damit kreiert habe. Das ist so ein bisschen andere Form, wie ich die sonst immer habe. Aber auch dieses hier gefällt mir. Man kann halt wirklich tupfen und hin und her gehen damit und hat dann, glaube ich, das Ergebnis vielleicht, was man dann auch in dem Moment so ein bisschen mehr haben wollte. Ich gehe jetzt nochmal hier mit dem Orange ein bisschen höher rein, sodass mir das irgendwo nicht verloren geht. Und dann können wir auch schon fast mit den Schimmerfarben weitermachen. Ich gehe jetzt mit dem letzten bisschen nochmal und verblende hier so ein bisschen mehr die Kanten. Ich finde das immer ganz sinnvoll, denn dann hat man schon mal so einen leichten Übergang gesetzt und hat dann keine harten Kanten zwischen Schimmer- und Mattentönen. Kann man sich das nicht auch zwischendurch mal einfacher machen? So. Ja, ich weiß, ich gehe mal einen Tacken weit rein. Das ist aber, weil ich das versuche, so ein bisschen schon vorab zu verblenden. Und ich finde, bei meiner Augenform ist das auch vollkommen okay, wenn ich da so weit reingehe. Manche Augenform steht das ja nicht, dass wenn man dann da so weit reingeht. Ich nehme übrigens wieder meinen Glitterglue, um das Beste aus den Lidschatten, aus den Schimmertönen rauszuholen. Und gehe jetzt einfach dahin, gehe nämlich auch hier ein bisschen weiter, sodass ich dann einfach einen schönen, einfachen Übergang zwischen Matt und Schimmer habe und auch von der Intensität, also von dem, was da drunter liegt, so einen schönen Übergang habe. So, andere Seite auch nochmal. Und vorsichtig, nicht zu hoch und nicht zu weit. Lieber dann nach unten wieder auswischen, anstatt das dann zu weit nach oben kommen zu lassen. Nach oben kommen heißt nämlich immer, dass das dann in die matte Phase reingeht, wo man dann wirklich nur die matten Lidschatten haben möchte. Und dann hat man echt immer totale Schwierigkeiten damit, dann die matten Töne irgendwie vernünftig hinzukriegen noch. So, ich habe ja gesagt, ich gehe in die Blautöne rein. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde aber vorab einmal eine Runde so ein bisschen hin und her swatchen. Ich habe das schon einmal gemacht, um zu sehen, wie die Lidschattentöne sind. Das ist zum Beispiel ein sehr helles Gold. Das ist der erste Schimmerton aus der ersten Reihe. Dann haben wir hier einmal einen sehr kreidigen Blauton. Da ist er. Das ist auch so super heller Blauton irgendwo. Dann haben wir erstmal, ja, das ist, wenn man die jetzt nebeneinander swatcht, ist der ein bisschen neutraler und der ein bisschen goldener. Das ist dieser Rosé-stichige so ein bisschen. Dann haben wir nochmal einen wunderschönen Orangeton. Der ist auch wirklich, der hat so einen leicht dunkleren Unterton und dann so einen goldenen Glanz. Kommt mir so ein bisschen vor wie in der Love, Luck and Dragons, aber ich glaube aus der Love, Luck and Dragons von Essence, der ist noch ein Tacken pigmentierter irgendwo gewesen. Dann haben wir nochmal so einen hellen Ton. Ich vergleiche die einmal. Das ist der eine helle Ton, das ist der andere helle Ton. Einmal nochmal rein. Also das sind jetzt wirklich Schimmertöne, die sind eher so standardschimmermäßig. Da ist auch noch ein wunderschöner Braunton. Achso, den anderen etwas dunkleren Blauton habe ich auch noch nicht geswatcht. Also das würde ich sagen ist Richtung Saturn-Finish, also noch nicht mal richtig metallisch. Und dann haben wir ja noch zwei Glitzertöne, zwei gröbere Glitzertöne. Dafür müsste man auf jeden Fall einen Glitterglue setzen. Die fühlen sich wirklich hart an, also da merkt man, das sind Glitzertöne. Und einmal einen ganz interessanten, da muss man wirklich aufpassen, der bröckelt und macht vor sich hin. Der hat nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, kleine Schmetterlinge drin. Der ist so ein, der changiert wirklich komplett so Rainbow-mäßig mit kleinen Schmetterlingen drin. Da hätten sie gerne diese Schmetterlinge rauslassen können, von mir aus, und dann wirklich nur diese kleinen, schönen, einzelnen Glitzerpartikel reinmachen können. Für mich wäre das eine einfachere Variante gewesen. Aber ich habe auch schon mehrere solcher Paletten gehabt. Und wenn man da einmal reindippt, hat man auf jeden Fall für Ewigzeiten irgendwo Glitzer. Denn der ist super, super leicht gepresst. Also das wird spannend. So, Glitzer überall. Ihr seht mich glitzern. Einmal nochmal die Nase so ein bisschen abtupfen. Und der Glitzer, der verteilt sich auch in den Paletten. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da verteilt er sich auf jeden Fall drin. Ist vielleicht ein bisschen nervig und man da halt öfter mal rein. So, ich gehe jetzt trotzdem erstmal in den ersten blauen Ton rein. Das ist dieser gewesen. Ich habe ja gesagt, ich benutze heute die blauen Töne. Die fühlen sich sehr, sehr hart gepresst an, muss ich sagen. Also die fühlen sich jetzt nicht irgendwie besonders schön und besonders toll an, sondern die fühlen sich wirklich hart gepresst an. Ich überlege gerade, ob ich mir den gleich nochmal mit dem Pinsel aufnehmen soll. Und irgendwie nichts Besonderes. Besonders ist wirklich bei dieser Palette, glaube ich, die Verpackung. Da ist man echt komplettes Verpackungsopfer. Aber die
Schimmerlidschatten. Die Matten funktionieren richtig, richtig gut, aber die Schimmerlidschatten sind dann echt auf der Strecke geblieben, darf man das so sagen? Ich möchte nämlich jetzt nicht unbedingt in die, zumindest nicht in alle Glitzertöne rein, sondern wenn überhaupt in den mega sparkligen Glitzerton von gerade, von diesem mit den Schmetterlingen drin. Und die Mattentöne, ich glaube, das sieht ja auch, sind eher semi-matt und eher so ein bisschen langweilig. Und jetzt gehe ich in den zweiten blauen Ton rein, das ist der. Und trage mir den jetzt hier in der Mitte auf. Man hätte natürlich auch ganz einfach irgendwie in den gelben Ton, in den orangenen Ton gehen können und dann so ein bisschen monochromatisch arbeiten können. Ich wollte aber jetzt einfach mal die Töne auftragen, die diese Palette so ein bisschen herausstehend machen. Und das sind halt eher dann diese blauen Töne anstatt dann dieses Orange. Auch wenn das Orange irgendwie vom Swatch her interessanter ist. Ich weiß nicht wieso. Ich wollte einfach blau haben. Und gehe jetzt wirklich und ich habe beide Töne auf zwei verschiedenen Fingern und nehme mir die dann immer auf und blende mit dem einen Finger hin und mit dem anderen dann wieder zurück, sodass dann einfach ein schöner Übergang entsteht und keine harten Kanten. Und ihr wisst ja, ich liebe es einfach mit meinen Fingern zu arbeiten, anstatt dann mit irgendwelchen Pinseln. Und gehe dann erst zum Schluss rein, um dann nochmal so ein bisschen genauer sein zu können. Das ist ein ganz alter Pinsel von Fräulein 58. Der ist so ein bisschen fluffiger wie der andere, den ich gerade hatte. Da nimmt nämlich zumindest Farbe auf und da gehe ich jetzt nochmal in den Innenwinkel rein, wo ich einfach mit dem Finger nicht rein kann. Und auch hier so ein bisschen, wo die Kanten nicht so schön geworden sind. Lässt sich übrigens gut aufnehmen und gut verteilen damit. Also man könnte mit dieser Palette, weil das vermutlich eher so diese Standardschimmertöne sind, ganz gut arbeiten und auch ganz gut nur einen Pinsel benutzen. Bei manchen Formulierungen hat man ja das Gefühl, dass wenn man den Pinsel benutzt, einfach nicht so viel Farbe rüberkommt. Bei dem funktioniert das aber ganz gut. Ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied. Am äußeren Rand gehe ich nochmal in den schwarzen Ton rein und verblende so ein bisschen mit dem blauen. Übrigens kann ich jetzt nicht diesen Schimmerton nochmal erkennen. Also der Schwarz hat ja auch irgendwie Sparkles drin. Vielleicht hätte man den wirklich über eine klebrige Base auch geben müssen, damit das irgendwie so ein bisschen mehr sichtbar ist. Habe ich jetzt aber nicht getan. Und irgendwie sehe ich, da ist der Schimmer komplett verloren gegangen. Zumindest jetzt in diesem Spiegel. Ich suche gerade den anderen, den habe ich hier. Sehe ich da noch irgendwie einen Glitzer? Nee. Also vom Schwarz sieht man den Glitzer nicht. Der sieht einfach nur schön aus im Pfännchen, macht aber nichts auf dem Auge, irgendwie was Besonderes, sondern das ist wirklich nur optische Täuschung oder optisches Schönsein irgendwo. So, einmal einen Schluck Kaffee. Den brauche ich. Oh, der war strahlt. Der war heiß. Kennt ihr das, wenn ihr das merkt, dass der Kaffee bis nach unten in den Bauch gelangt ist? Genauso ist es jetzt. Der ist nämlich wirklich bis unten gelandet. So, jetzt nehme ich einen ganz, ganz einfachen, ganz, ganz billigen Pinsel. Der ist wirklich, ich habe schon ganz viele davon. Entweder die verlieren die Haare. Das ist, glaube ich, irgendwie 20 Pinsel für einen Euro oder so gewesen. Also wirklich nichts Besonderes und nichts Teures. Ich möchte damit jetzt einfach diesen komischen Schmetterlingsglitzer auftragen. Und da funktionieren solche Pinsel nämlich immer ganz, ganz gut. Da seht ihr, glaube ich, auch. Seht ihr, das ist ein bisschen sparkly? Ich weiß es noch nicht mehr. Und vorsichtig tupfe ich den auf. Der hat nämlich, habe ich nämlich das Gefühl, dass da so ein bisschen Wein da drin ist. Also, dass man da jetzt kein Glitzertuch nochmal drüber setzen muss, sondern dass der einfach irgendwo so auf dem Auge hält. Sieht man die Sparkles da? Oder habe ich noch nicht genug aufgetragen? Da habe ich zum Beispiel jetzt auch einen Schmetterling gekriegt, da oben. Den habe ich natürlich falsch rum hingesetzt. So, und die kann man sich dann auch ein bisschen nochmal abnehmen und dann den Schmetterling da so ein bisschen andrücken. Ist halt voll die tricky Sache und voll die Schwierigkeit. Vielleicht hätte man da noch irgendwie was drüber geben können müssen. Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen dieses asiatische Flair, was dann so ein bisschen rüberkommt. Da sieht man den Schmetterling auf jeden Fall. Man kann sich die mit diesem Pinsel einfach aus diesem Fännchen rausnehmen. Funktioniert dann auch relativ gut. Man muss dann so ein bisschen gucken, wie rum so ein Schmetterling dann auch fliegen soll. Und dann kann man sich den dann damit aufgeben. Also gar nicht mal so übel. Man muss halt nur wissen, was man davon, ob man das machen möchte oder nicht. Und wo man sich den dann hingibt. Wenn ich mir den jetzt hier vorne hingeben würde, würde der auf jeden Fall irgendwann abbröckeln. Oder Hirnfrost bei kalten Getränken, die man zu schnell trinkt. Oh ja, das kenne ich auch. Hirnfrost oder
Brain Freeze ist auch immer ganz, ganz toll. Also ich kann jetzt nicht bei meinen Schlupfliedern mir so ein Sparkle-Schmetterling dahin geben. Dafür ist das zu grob. Dafür habe ich da einfach zu wenig Platz. Und wenn ich so einen Schmetterling da platzieren würde, könnte ich euch sagen, dass der innerhalb von 5 Minuten abgefallen ist, weil ich da einfach keinen Platz zu habe, dass der gerade sitzt und dass der irgendwie sich so ein bisschen anpasst oder aber auch nur einigermaßen da hält. Deswegen gebe ich das dann meistens irgendwo Richtung Augenbrauen hin, also dahin, wo man auch den sich so ein bisschen andrücken kann und wo halt keine Fläche ist, die sich irgendwie ineinander dreht und biegt. Ich suche jetzt gerade nochmal verzweifelt so einen zweiten Schmetterling, den ich da aufkriege. Der will aber gerade nicht. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Hin- und Her-Probieren. Ich glaube, jetzt habe ich einen gefunden, den ich mir auf diese Seite nochmal hingebe. Ist halt eine ganz tolle Sache irgendwo, wenn man schnell mal was Besonderes schminken möchte und dann nicht so wirklich viel Arbeit damit hat, haben möchte. So, man kann sich die so ein bisschen aufdrücken. Ich hoffe, das hält jetzt einfach. Man fühlt so ein bisschen, dass da irgendwo ein Kleber drin ist. Ich weiß aber nicht, wie gut der ist oder ob ich mir hätte doch lieber ein Glitterglue irgendwo drunter geben sollen oder was anderes. Oder, wie heißt es, ein Wimpernkleber oder so. Und man sieht jetzt hier auch, also man kann so ein bisschen damit rumarbeiten und rumfuchteln. Ich vermute einfach mal, dass der im Laufe des Tages abfällt. Ich hoffe einfach nicht in meine Augen, denn Glitzer in den Augen ist ja nicht so das Wahre. Ja, einmal nochmal hier hin und her. Auf der Seite habe ich eindeutig mehr genommen als auf der anderen Seite. Dann machen wir das mal. Also das ist wirklich so eine tricky Sache, so ein bisschen das alles richtig zu verteilen und richtig hinzukriegen. Und man kann halt immer noch so ein bisschen variieren. Und mit, da seht ihr das auch. Da habe ich jetzt einfach mal ein Schmetterling auf meine Wimpern. Zack. Der fällt dann auch wieder runter. War es der Schmetterling von oben, den ich mir versucht habe, da anzukleben? Ja. Toll. Der ist jetzt irgendwo gelandet. Kann ich sehen. Das Glitzer hat man gleich überall. Ich sag's mal so. Da ist noch einer. Dann versuchen wir einfach mal den. Also die fallen wieder runter. Dann versuchen wir einfach mal den. Der hat jetzt ein bisschen dunklen Glitzer drin und dunklen Lidschatten, aber jetzt bleibt er einfach so. Es ist jetzt vielleicht nicht so das Wahre, was man jetzt unbedingt machen sollte. Ist auf jeden Fall spannend, mal eine witzige Variante. Die kleinen Partikel werden garantiert besser halten als die großen Partikel. Ich gucke mir das jetzt nochmal genauer an. Ich brauche dafür mal dann so ein Spiegel. Weil dann kann ich immer noch mal wieder verändern und genauer was dran machen. Und man hat halt diesen Schmetterling ganz schnell wieder in der Hand. Also ich vermute, man sollte doch besser irgendwo ein Glitterglue aufgeben, untergeben. Aber es macht halt einen wunderschönen Sparkle irgendwo da drin. Der mir richtig gut gefällt. Man muss halt nur wissen, was man möchte. So. Ich mache mir einmal hier so ein bisschen. Super, da oben ist meine feuchte Kante. Nämlich neues Tuch. Einmal hier unten so ein bisschen alles weg und dann gehen wir mit der Foundation weiter. Jetzt kommt auch gerade wieder die Sonne raus. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin ich dafür, ist glaube ich nicht so ein Everyday-Look. Ich wollte ja auch mit der Palette so ein bisschen was rausholen, rauskitzeln. Man muss halt nur wissen, wie man den Glitzer dann langfristig irgendwie auf dem Auge kriegt. Und am besten abends natürlich dann entweder mit einem Wattepad abnehmen den Glitzer, und dann direkt in die Mülltonne schmeißen und nicht halt irgendwie im Waschbecken abwaschen. Oder aber auch einfach mit Tesafilm drüber gehen und dann bleibt der Glitzer nämlich eigentlich immer am Tesafilm hängen. Und dann braucht man auch nichts mehr damit machen und kann das Tesafilm dann einfach irgendwo entsorgen. Nase. Ich liebe ja Erkältung. Erkältungen sind immer nervig. Irgendwann ist die Nase halt komplett rot oder komplett die Lippen ausgetrocknet, angetrocknet, eingetrocknet. Und dann, ne? Und ich werde ja schnell irgendwie farbig. So, einmal den Under Eye Brightener. Brauche ich, glaube ich, heute ein bisschen. Unter meinen Augen geben. Einfach mit meinem Finger. Ich hoffe, ich hatte jetzt keinen Glitzer dran. Hilfe. Da oben habe ich nämlich auch schon Glitzer irgendwo hingekriegt. Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam, aber sicher, eine gute Kuhle darin gekriegt habe. Und ich erwarte eigentlich jeden Tag irgendwie ein Hit the Pen. Also, dass ich da irgendwo doch mal den Glasrand sehe, aber irgendwie tut sich da noch gar nichts. Bin gespannt, wie lange das dauert und wie lange man dann wirklich dafür braucht, um so ein Pöttchen aufzubauen. Es sind ja 4,2 Gramm drin und das ist immer so eine Intention. Ja, ich kämpfe auch mit einer Erkältung, so nerv ich total. Ich habe heute extra Nasenspray genutzt, damit ich nicht die ganze Zeit so nasal klinge. Ist eigentlich sonst
benutze ich Nasenspray relativ selten über Tag, weil ich mir immer denke, eigentlich brauche ich das nur, wenn ich nachts keine Luft kriege durch die Nase. Hab's dann aber heute einfach mal für euch gemacht. Ich bin halt wirklich kein Fan von irgendwie was Medizin angeht, was ich nehme. Und deswegen, ja, habe ich es heute mal getan. Aber mich nervt eigentlich immer an so einer Erkältung, wenn die Nase zugeht und ich dann abends einfach keinen ruhigen Schlaf finde. Schlimmer noch als irgendwie was anderes, als Husten oder so, sondern wirklich einfach dieses, dass die Nase zusitzt, dass man irgendwann im Laufe des Tages oder im Laufe der Nacht dann durch den Mund atmet, dass der Mund trocken und eklig und sich ganz, ganz komisch anfühlt und die Lippen so eklig sind. So, ich habe mir die Natural Matte Mousse Foundation der Farbe 15 aufgetragen. Ich nehme jetzt einfach den Pinsel von der Doja Cat Reihe von V8 Cosmetics und verblende, denn ich habe festgestellt, dass die mit dem Pinsel einfach eine viel krassere Deckkraft hat, wer das jetzt möchte, und es genauso gut und genauso einfach funktioniert und man noch nicht mal mit einem Beauty Blender irgendwie hinterher gehen muss. Vorsichtig um die Nase. Auch da brauche ich einfach ein bisschen mehr Deckkraft im Moment heute. Und zwischendurch halt einfach mal die Foundation zu benutzen, die man neu hat. Ist auch mal was Schönes. So. Und das geht dann, wenn man dann über den Hals da fährt. Es geht halt mega, mega schnell. Man kann einfach mit einem Pinsel hin und her gehen, ein bisschen tupfen, ein bisschen blenden. Und dann hat man die eigentlich schon eingedüpft. Ich hätte euch ein bisschen rauszoomen sollen, ne? Mhm. Mache ich da mal hin. Vielleicht ein bisschen schicker. Also, es ist genial. Ich mag diese Foundation gerade für meine ölige Haut total gern. Ich habe mir jetzt noch nicht mal irgendwie einen Primer drunter gegeben oder so, sondern eigentlich wirklich so benutzt. Ich weiß, es mag die nicht jeder, weil die halt so ein bisschen dickflüssiger ist, beziehungsweise, ne, dickflüssig ist super. Also, die bewegt sich kein bisschen. Aber bei mir funktioniert richtig, richtig gut. Und ich habe es jetzt noch keinen Tag erlebt, wenn ich die getragen habe, dass die irgendwie sich komisch aufgegeben hat. Also, dass sie irgendwie fleckig geworden ist oder dass die irgendwo komisch in den Poren gesessen hat. Oder irgendwie was, sondern im Prinzip ohne Beauty Blender, da habe ich so eine kleine Macke, beziehungsweise ein bisschen lose Haut. Die mache ich mir jetzt einmal so ein bisschen weg. Denn da setzt sie sich natürlich ein bisschen mehr dran. Aber das macht auch bei mir eine andere Foundation. Also eine flüssige Foundation irgendwie macht das jede Foundation. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass diese dadurch das mehr macht oder so, sondern es macht einfach jede Foundation bei mir. Und das ist ganz normal, dass sie sich an trockene Haut irgendwo anpasst und so ein bisschen mehr Produkte einfach hängen bleibt. Aber ansonsten, ne? Und die neue Variante hat halt auch wirklich ein neutrales und natürliches Finish und nicht mehr dieses extrem abmattierte irgendwo, was die alte Variante noch hatte. Also das ist wirklich so ein natürliches Finish. Man fühlt die so ein bisschen noch auf der Haut. Die alte Variante ist halt wirklich pudrig matt gewesen, die neue nicht. Ja, den Concealer, den ich so oder so jeden Tag benutze, den mache ich hier einmal so ein bisschen nochmal den hinteren Part sauber, obwohl heute brauche ich das gar nicht ganz so dolle. Aber irgendwie hat man sich ja dran gewöhnt. Und ich glaube, das reicht doch schon was, ne? Dann nehme ich den zweiten Concealer. Das ist mein One Drop Coverage Concealer. Ich nenne euch hierbei keine Farbe, weil die Farbe habe ich mir ja irgendwann mal zusammengemischt. Und da gebe ich jetzt einfach ein paar Punkte auf. Und dann habe ich mir einen Beauty Blender, beziehungsweise, ne, so ein Schwämmchen einfach sauber gemacht. Feucht gemacht, nicht sauber. Sauber ist es nämlich nicht. Und ziehe erst einmal hier hinten meine Kanten gerade einigermaßen. Tupf von oben so ein bisschen hin und her, weil meistens hat man ja oben dann einfach das meiste Produkt irgendwo noch oder hat sich das dann dahin verwischt. Und dann einfach hier unten drunter. Und andere Seite auch noch. Und dann ist man schon fast fertig. Zumindest mit dem ersten Part der Base. Ich habe mir heute mal ein anderes Puder rausgesucht, ein neues Puder. Bin ich echt gespannt, wie das funktioniert, denn das ist noch komplett verpackt. Ich glaube, das habe ich mir auch mal aus irgendeinem anderen Wanderpaket geholt. Das müsste eins aus der Glossybox sein. Das ist Glossybox. Auf jeden Fall irgendwie irgendein Boxenprodukt. Ich bin neugierig, ob das gut funktioniert oder nicht. Oder ob das einen extremen Whitecast hat oder so. Denn das ist von, wie heißt die Marke? Soul Clean? Soul Clean, ne? Also Seelenrein oder so auf Deutsch, irgendwie sowas. Sie heißt Probiotic Loose Mineral Powder.
finde ich, klingt echt total interessant und jetzt habe ich endlich mal Lust und Interesse, das auszuprobieren. Kommt hier nochmal mit einer extra, also da ist nochmal extra Klebe drauf. Die muss ich jetzt erstmal abfummeln. Ich liebe das ja immer so doll. Diese Klebedinger abzufummeln ist immer wahre Wonne. Und dann gucken wir einfach mal, wie das Puder sich auf meiner Haut verhält. Hat auf jeden Fall große dreieckige, dreieckige Löcher. Und gebe mir das jetzt einfach mal hier in mein Käppchen. Sieht jetzt, ich will das einmal, super, super fein gemahlen. Ich wollte jetzt fast sagen, es sieht nicht irgendwie fein gemahlen aus, aber es fühlt sich gerade fein gemahlen an. Und ich einfach, weil ich mir keinen neuen Schwamm mitgebracht habe, einen von meinem alten heraus, drehe den aber um, sodass ich so wenig Produkte von dem Puder drauf habe, was ich vorher benutzt habe. Die muss ich nämlich unbedingt waschen oder austauschen. Und habe das jetzt erstmal so aufgenommen, was ich jetzt da drauf habe und trage mir das jetzt einfach da auf, wo ich Puder aufgenommen habe, wo ich immer Puder auftrage und natürlich mehr. So. Das war nämlich nicht genug. Das war ja nur für den ersten Part. Und jetzt gehen wir einfach mal dahin und dann gucke ich mir das gleich alles mal in meinem Spiegel an, ob das irgendwie gut sitzt oder ob sich das gut mit der Foundation verbunden hat oder ob das komisch aussieht. Kann natürlich auch sein, dass das immer mal wieder komisch aussieht, wenn man die Foundation dann anders eingeschätzt hat oder das Puder anders eingeschätzt hat oder das einfach überhaupt nicht mit der Foundation harmoniert. Ich würde sagen, es hat aber eigentlich gar kein White Cast. So, nochmal mehr. Irgendwie geht das alles voll in den Schwamm unter. So. Da ist jetzt auf jeden Fall gut was drauf auf dem Schwamm. Jetzt tupfe ich so fest wie möglich und das einfach in meine Haut rein. Dadurch, dass ich ölige Haut habe, ist eigentlich egal, ob ich da mal ein bisschen mehr Puder oder ein bisschen weniger Puder aufgetragen habe. Eigentlich mehr ist besser, weil nach ganz kurzer Zeit verbindet sich das Puder mit meinen Ölen der Haut und dann ist das auch eigentlich schon wieder weg. Und dann ist dieses puderige Gefühl oder das puderige Aussehen komplett wieder vergessen bei mir. Das ist immer so ein kleiner Vorteil an öliger Haut, denn jegliche Puderprodukte sinken direkt in die Haut rein und man hat eigentlich gar keine Probleme damit, irgendwie, dass man sehr schnell zu pudrig aussieht. Ist ein Vorteil, ist ein Nachteil aber auch, denn ölige Haut ölt halt den ganzen Tag nach und am Ende des Tages hat man das Gefühl, dass man komplett in Öl gebadet ist. Ist auch eigentlich nicht schön und eigentlich super eklig. So das Gefühl, dass man dann irgendwann freiwillig die Foundation abmacht und alles sich abschminkt, weil man das Gefühl, oder ich das Gefühl einfach nicht mehr ertragen kann, wie es sich dann anfühlt auf der Haut. So, einmal abgepudert. Ich hoffe, jetzt habe ich alles erwischt. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Fühlt sich im Prinzip sehr, sehr, sehr natürlich an. Und man sieht auf jeden Fall jetzt so im Gnadenspiegel nicht zu überpudert aus. Da sehe ich schon wieder, habe ich wieder mehr Glitzer drin. Man sieht auf jeden Fall nicht zu überpudert aus. Ich würde mal das so sagen. Glänzen tut es jetzt auch nicht. Da hat es ein bisschen mehr die Poren betont. Wieso auch immer, weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein, dass es wirklich nicht mit der Foundation harmoniert. Man fühlt sich aber immer noch nicht... Die Foundation fühlt sich nicht klebrig an, aber es fühlt sich auch nicht puderig an auf der Haut. Ganz witzig. Halate. Ah, das nervt so. Ich will jetzt auch nicht feste schnäuzen. Weil das klingt im Video nicht immer so ganz so dolle, sondern ich versuche das dann einfach nur so ein bisschen, dass wenn ich merke, dass das rausläuft, ein bisschen wegzumachen. So, als... Da. Ja, Kontur. Nein, Kontur ist es bei mir ja nicht. Es ist ja bei mir eher Bronzer. Nehme ich einen von Kiko, den Mood Boost Matte Bronzer in der Farbe 02 Neutral Sienna. Das ist der. Ich muss sagen, der ist wirklich nur so ein Winterbronzer für mich. Auch wenn er relativ dunkel, nein, noch nicht mal dunkel wird. Er wirkt eher ja doch so ein bisschen dunkler. Gibt er nicht so viel Farbe ab und man muss da echt krass reinrühren, damit dann irgendwie was auf dem Gesicht auftaucht ist. Wenn man den anderen gewohnt ist, ein bisschen wärmer vom Ton her. Na, wenn man den anderen die ganze Zeit benutzt hat, ist der echt wärmer. Es sind, ich glaube, insgesamt 14 Gramm drin und ich habe den, ich glaube, ein halbes Jahr getragen mindestens. Oder auf jeden Fall mehrere Monate. Man sieht die Kuhle, man sieht aber noch nicht irgendwie, dass man irgendwo ansatzweise das Fändchen erreicht hat. Also es ist schon wahnsinnig. Ich hatte gedacht, dass ich auch, Quatsch, so letztes Jahr im Herbst oder so bin ich damit angefangen und den ganzen Winter aber getragen habe. Und dass der dann eigentlich irgendwie fertig ist, ist er auch im Leben noch nicht. Also da hat man auf jeden Fall
ist es sein Geld von der Menge her wert. Kiku ist aber wirklich auch immer eine Firma, die so ein bisschen für helle Häutchen ist und die dunklen Häutchen da so ein bisschen auslässt. Also der ist auch, für mich ist der eher so Richtung Frühjahr oder Herbst hin, eher schon Richtung früher Sommer, also wenn man noch nicht so gebräunt ist zu benutzen. Weil ich glaube, dass der im Sommer spannend ist aufzutragen und dann eher ja, wie so ein ganz normales Finishing-Puder funktioniert schon fast. Ich mag ihn aber. Also ich mag die Konsistenz, ich mag das Einfache, dass man einfach reinrühren kann, ohne dass man Angst haben muss, man hat viel zu viel aufgetragen. Ist ja halt dann Richtung einfach. So, als Blush benutze ich den von Catrice, den Cheek Lover in der Farbe Hibiscus. Blooming Hibiscus heißt der, glaube ich. Ich glaube, der passt ganz gut dazu. Ich habe ja schon gesagt gestern, dass der Pink, Blooming Pink oder Pink, auf jeden Fall der pinkigere von Action dem sehr, sehr nahe kommt. Der hier ist noch ein bisschen pinkiger, der andere ist ein bisschen orangiger oder peachiger, wie man auch immer die Farbe bezeichnen möchte. Kommt aber vom goldenen Schimmer dem hier super, super nah. Also wer diesen, ich weiß gar nicht, haben sie den aus dem Programm genommen oder ist der immer noch im Programm? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe letztens bei Rossmann geguckt, da war der immer noch im Programm. Aber man weiß das ja echt nicht immer so hundertprozentig. Aber wer diesen zum Beispiel jetzt einfach nicht mehr in seiner Drogerie kriegt, der kann mal zur Action rübergehen und sich den anderen da holen. Der ist nämlich nicht so krass dick verpackt. Also der hat nicht diese Wölbung. Der ist auch jetzt von der Struktur her ein komplett normaler Blush. Und dieser ist ja irgendwo gebacken. Das hat der Action Blush natürlich nicht. Aber ne, farbtechnisch kommt er super, super nah ran. Hat noch mehr an... Hat auch ein bisschen mehr, mehr Peach-Anteile drin als dieser hier. Wenn dieser hier jetzt ein bisschen zu rosé-stichig war, der kann da wirklich mal hingehen und gucken, ob einer den findet oder ob man den findet oder so. So, als Highlighter nehme ich wieder mal den Pure Nude von Essence und trage mir den an den obersten Stellen nochmal so ein bisschen auf. Der macht vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel, aber vielleicht... Ein bisschen. Und da möchte ich ja gerne in meinem Project Planning auch ein Hit the Pen erreichen. Ich muss gleich unbedingt noch einige Videos bearbeiten. Also ich habe mindestens 2 Videos, die ich noch bearbeiten muss. Und eins möchte ich unbedingt noch filmen. Ich hoffe, das schaffe ich auch. So, einmal hier überall hin. Einmal nochmal ein bisschen miteinander verblenden und verteilen. Und dann geht es weiter mit dem Augen-Make-up. Da brauche ich ja nicht mehr extrem viel Puder zu machen, bevor das ausläuft. Und dann schauen wir mal, was wir am unteren Wimpernkranz machen. Ich hätte schon fast gesagt, wir nehmen den hier am unteren Wimpernkranz. Das ist so ein eher ins Bräunlich gehende. Der andere ist mir, glaube ich, einen Tacken zu rötlich. Dann wird man schnell mal irgendwie krank. Und wenn man so oder so schon erkältet ist, braucht man nicht noch irgendwie eine Farbe, die dieses Rötliche noch mehr herausholt oder die diese Erkältung noch mehr zeigt. Und jetzt gebe ich mir das einfach mit so einem, das von Anastasia Beverly Hills aus den Paletten. Wie schon gesagt, der Teil ist wunderschön. Der andere Part ist grottig zu benutzen, weil der auch nur pieksig ist. Aber hier gerade zum Blenden finde ich den immer super, super schön. Der ist nämlich leicht fluffig, aber nicht zu fluffig und funktioniert genial so. Ich gehe jetzt, um auszublenden, gehe ich so ein bisschen in diesen Ton rein. Den hatten wir ja gerade noch nicht. Es sieht so ein bisschen aus, als ob der Sparkles hat. Kann aber auch sein, dass einfach diese Glitzerpartikel von diesem einen Iridescent Sparkle so ein bisschen rübergekommen sind. Will ich jetzt nicht behaupten, dass das nicht passiert ist. Da. Und im hinteren Winkel gehe ich jetzt einfach mit, welchen hatte ich gerade, den hier, nochmal in den schwarzen rein und trage mir, um dann nochmal so ein bisschen besser die Verbindung zu machen, gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen nach hinten. Dann hat man nämlich die Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen Teil ganz gut geschaffen, ohne dass man jetzt zu fest in das Schwarz nochmal reingegangen wäre. So. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Im Inner Corner, ich gehe jetzt schon gerade wieder die ganze Zeit nachher dahin, weil ich meine Pinsel darüber gestellt habe wieder. Im Inner Corner gehe ich in diesen Ton rein. Der andere ist eher golden, der ist eher Richtung neutral rötlicher. Und wenn man den jetzt einfach damit aufnimmt, kann man den auch, glaube ich, ganz gut auftragen. Ui, der hat auf jeden Fall Leuchtkraft. Also mehr Leuchtkraft, als er jetzt beim Fingerswatch hatte. Und der ist, glaube ich, auch einen Tacken cremiger als beim Fingerswatch.
Und da sieht man den, glaube ich, ganz, ganz gut. Gefällt mir. Und jetzt da muss ich auch nochmal arbeiten, dass der da auch sitzt. Und dann gehe ich nochmal mit dem in den Orangenen und trage mir den nochmal so ein bisschen weiter nach dahin auf. Gucken, wie der wird und ob man den auch zum kleinen Pinsel irgendwie benutzen kann. Weil meistens wollen diese Lidschattentöne ja gar nicht so gerne mit so kleinen Pinseln aufgetragen werden. Aber das funktioniert auch. Also gute Formulierung, gerade für Lidschattenpinsel funktionieren alle bis jetzt, die ich benutzt habe, an Schimmertönen super, super gut. Ist es jetzt das meist oder das best sparklige und das beste, was man je gesehen hat? Glaube ich nicht. Ich gehe jetzt nochmal in diesen Braunton rein. Alles mit dem gleichen Pinsel und gehe hier nochmal einen Tacken weiter. Hier ist nämlich wirklich dunkelbraun. Gefällt mir aber ganz gut, weil der so ein bisschen noch das Neutrale, das eher ins Neutrale geht und nicht in dieses rötliche Braun. So. Also alle Lidschatten lassen sich perfekt mit dem Pinsel auftragen, kann ich nur als positiven Effekt mal sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die meisten Lidschatten sich überhaupt nicht mehr mit dem Pinsel auftragen lassen oder man halt nur noch so einen ganz, ganz seichten Trümmerton hat. Die funktionieren aber richtig, richtig gut. So, machen wir weiter. Einmal eine Nase. Ich putze mal einmal vorsichtig meine Nase. Sorry dafür, braucht aber jetzt nicht unbedingt jeder sehen, habe ich mir so gedacht. Deswegen einmal kurz weggegangen, dann kriege ich auch wieder besser Luft. In der Wasserlinie trage ich den hier auf, das ist ja der von Essence, den ich gerne aufbrauchen möchte. Ich habe den gerade nochmal angespitzt, aber auch nicht mehr so fest angespitzt, weil ich Angst habe, dass wenn ich den zu doll anspitze, hier dieses Nöppelchen rausfällt. Aber soweit ich den angespitzt habe, hat es noch ganz gut funktioniert. Ich merke aber auch schon so, dass der so ein bisschen loser wird. Also man hat das Gefühl, man kann den irgendwie reindrücken. Also bald ist er zu Ende und bald darf ich mir endlich einen neuen Eyeliner-Stift aussuchen, den ich gerne dieses Jahr aufbrauchen möchte. Freue ich mich schon drauf. Augenbrauen kommen jetzt auch noch. Dazu nehme ich den Stift hier von She Glam und male mir die so ein bisschen aus und versuche hier so ein bisschen diesen Sparkle zu entfernen. Diesen einen Glitzerpunkt. Uah. Das ist ja immer so das Tolle. Man hat dann irgendwie einen Glitzerpunkt irgendwo drin und irgendwo aufgetragen und man kriegt ihn nie wieder weg. Egal, was man macht, der möchte gerne da hartnäckig bleiben. Ist auch immer was ganz, ganz klasse. Ganz, ganz tolles. Da oben habe ich auch einen. Die kann man aber so ein bisschen wegwischen. Also ich vermute, dass innerhalb des Tages diese ganzen Glitzer-Sachen irgendwo ineinander rieseln werden und dann einfach irgendwo sich auf meinem Gesicht absetzen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wo überall der Glitzer dann hinfällt und ob das noch irgendwie gut aussieht oder ob man dazu hätte dann doch besser ein Glitterglue nehmen sollen. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil an dieser Palette, glaube ich. Dass da einfach 3 Glitzertöne sind von 16 Farben, sind 3 Glitzertöne, finde ich schon recht viel. Ich weiß nicht, wie die asiatische Welt da irgendwie drauf reagiert. Also es ist ja, CC ist ja eine asiatische Marke. Ich weiß nicht, ob eine chinesische oder ich glaube eher eine chinesische, oder? Ich bin mir da aber nicht sicher, deswegen sage ich lieber asiatische Marke. Und die stehen ja ganz häufig auf Glitzer oder auf so Toppertöne, die so ein bisschen was betonen, aber nicht zu doll betonen. Daher weiß ich nicht, wie schön oder wie genau das jetzt mit deren Philosophie übereingeht. Und ob das halt für die genau das ist, was die in jeder Palette suchen. Für mich wäre es jetzt einfach nicht das, was ich in unbedingt jeder Palette haben müsste. So mehrere Glitzertöne drin und auch wirklich grobes Glitzer. Es gibt ja wirklich schöne Glitzertöne, die dann auch sich super einfach auftragen lassen, wie zum Beispiel von der Cosmic Love Palette von Rival Loves Me, diesen, heißt der Cosmic? Auf jeden Fall diesen Glitzerton, der hier ist, nur viel feiner nochmal und viel einfacher aufzutragen. Also das hätte ich da in dieser Palette jetzt auch schöner gefunden, aber ist halt nicht so. Also die anderen beiden sind wirklich hartes Glitzer. So. Aber ich finde es halt niedlich, dass da so ein Schmetterling einfach drin ist. Man muss ihn aber nur zum Halten kriegen irgendwo. Auf der Seite ist der, glaube ich, da ist er, glaube ich, noch. Der ist da so ein bisschen mehr im Glitzer untergegangen auf dieser Seite. Auf der Seite sieht man den halt wunderschön irgendwo leuchten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Man muss halt nur wissen, wo man sich den platzieren möchte und wo man sich den platzieren kann. Ich sage ja, hier irgendwo, vielleicht noch im Inner Corner oder so, das wäre mir aber einen Tacken zu nah an meinen Augen dran, weil es ja halt Glitzer ist und Glitzer für die Augen, ne, kann man halt
sich das Auge mit verletzen. Das braucht man ja dann nicht wirklich so dolle. Deswegen setze ich mir den immer so weit weg wie möglich von meinem Auge und bin damit dann vollkommen zufrieden. Und halt auf dem beweglichen Lid geht das gar nicht bei mir, weil das sich alles irgendwie ineinander schiebt. Und dann diese gröberen Glitzerpartikel dann komplett irgendwie abfallen würden oder halt nicht mehr richtig kleben würden und das wäre ja auch nichts. So, einmal gucken, da habe ich vorsichtig mal wieder den Kleber ein bisschen zu fest aufgetragen und jetzt nehme ich einfach als ersten Step die Essence Lash Without Limits Mascara und stoppe mir die gleich mit der Panorama Mascara. Die Lash Without Limits, bei der Lash Without Limits Mascara habe ich manchmal das Gefühl, dass die so ein bisschen krasser nach oben abstempelt. Bei der Panorama-Mascara habe ich das nicht. Ich mag aber dieses Bürstchen noch einen Tacken mehr als das von einem Panorama. Das ist nämlich noch 10-mal weicher vom Bürsten und von den pieksigen Haaren da. Also die pieksen wirklich gar nicht. Also man meint, man hätte dann wirklich so ein Natural Brush, also so ein natürliches Bürstchen oder so ein, als anstatt diese komischen Kunstfasern. Oder so ein Kunstfaserbürstchen anstatt hier diese Anna. Ne? Wie auch immer sie jetzt heißen. Plastikbürstchen. Also das ist wirklich super, super weich. Der Kopf ist so flexibel. Aber auch wenn sie abends schwierig abzuwaschen ist, meint die immer noch bei mir abstempeln zu müssen. Und gerade wenn es dann irgendwie so draußen regnet oder so, dann am unteren Wimpernkranz übrigens nicht, sondern nur am oberen Wimpernkranz, wo die Wimpern dann hier die Fläche berühren, da meint sie das dann zu tun und zu machen. Daher mache ich das jetzt einfach so, dass ich erst hier diese Auftrag und in der zweiten Schicht dann die Panorama. Dann habe ich das nämlich, glaube ich, genau so gemacht, wie es mir gefällt und auch so gemacht, dass das irgendwo funktioniert bei mir. Plopp, das hat man jetzt richtig krass gehört. Die Panorama hat ja so ein Tannenzapfen, tannenförmiges Bürstchen. So. Die habe ich übrigens von Trend mal zur Verfügung gestellt gekriegt, um die zu testen. Wäre jetzt aber echt nicht meine 15 Euro wert. Also wäre jetzt echt so, wo ich sage, muss man nicht unbedingt haben, kann man machen, gibt aber genauso gut auch noch andere Drogeriemascaren, die jetzt genau den gleichen Effekt machen. Funktioniert aber. Ist jetzt nicht, dass sie nicht funktioniert, sondern nee, 15 Euro finde ich viel. Und jetzt nehme ich einmal den Melt and Shine in der Farbe 100 Sunny Side Up von Catrice aus dem neuen Sortiment. Das ist ja hier dieses Click-Ding. Ich finde den Geschmack einfach nicht dolle. Ich habe mir den nämlich jetzt schon mehrmals auf den Lippen aufgetragen. Ich finde die Farbe, das ist halt wirklich super. Lippen machen und dabei reden. Das ist halt wirklich so ein kompletter Lip Balm. Na, also das ist wirklich so ein Labello. Labello in anders, in Klickform. Ich habe ja den so, von She Glam. Ein Click Lippenstift. Das ist auch wirklich ein Lippenstift, der super, super cremig ist und super, super geschmeidig ist auf den Lippen und sich dann so ein bisschen wie ein Lip-Treatment anfühlt, aber halt auch wirklich Lippenstiftcharakter hat. Dieser fühlt sich wirklich an wie ein Lip-Balm und ich verstehe nicht, wieso den, nur weil das jetzt gehypt ist, in dieser Form den zu machen, den in diese Form gebracht haben. Ich sag's einfach mal so. Weil der fühlt sich nicht sonderlich weich an, der fühlt sich nicht sonderlich cremig an oder so. Ich mag die Farbe, der schmeckt aber total künstlich. Also der schmeckt nicht schön. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Also, chemisch, alt, staubig. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Also, ich finde diese Farbe total genial. Also, dieses ein bisschen Farbe drauf, so ein bisschen betonter die Farbe, das finde ich alles genial. Aber diesen Geschmack. Weiß ich nicht, beerig sollte das vielleicht sein. Es schmeckt aber nicht nach Beere, schmeckt irgendwie nach Muff. Nach Muff ist das, glaube ich, oder? So, also mein Make-up ist fertig. Ich zeige euch noch einmal den Becher. Ich weiß nicht, ob ihr das alles am Anfang gesehen habt. Ich habe mir ja gestern so einen großen Trinkbecher gekauft. Ich habe euch den mal unten bei Amazon verlinkt. Da kommen zwei Deckel mit dabei. Und dieser Deckel, das möchte ich euch nämlich unbedingt sagen, hat nämlich ein Loch. Und dieses Loch ist auch nicht zu schließen. Man kann aber da den Strohhalm, wie ihr gerade seht, durchstecken. Finde ich genial gemacht. Hab mir den selber gekauft. Ich finde das nur als gute Alternative, als wiederverwendbaren Alubecher irgendwo. Und hab da gestern zweimal draus getrunken. Der hält soweit dicht. Ich finde das immer schön, dass man sich dann so ein großes Teil auf dem Schreibtisch stellen kann und man keine Angst haben muss, dass das direkt alles
umhaut und alles dann mit kaputt geht und alles nass macht, wenn das mal irgendwie anfängt zu kippen. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles erwähnt und alles gemacht, was auch vor mir auf meinem Tisch liegt, und da liegt viel. Nee, Setting Spray habe ich noch nicht. Ich habe mir einmal schütteln. Das von She Glam wieder hier hingestellt. Das habe ich mir heute Morgen noch aus meinem Badezimmerschrank geholt. Das ist das Setting, das Matte Fresh Setting Spray mit, ich würde sagen, Puderpartikeln drin. Und das finde ich 10-mal besser als das von L'Oreal. Das hat einen ganz, 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 ganz feinen Nebel. Man hat das Gefühl, dass man so ein leicht umarmt wird von einem Setting Spray. Riecht, wenn überhaupt, ein bisschen frisch. Vermutlich rieche ich jetzt gar nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt oder was macht, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Und warum kann man das dann nicht mal irgendwie aufbrauchen? So. Doch, es hat einen Geruch. Ich würde ihn so leicht als frisch zitronig, aber nicht Klosteinzitronig, sondern einfach so ein bisschen frisch beschreiben. Frisch, so ein bisschen zitronig, mandarinig irgendwie so. Auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Das kommt super, super fein daher. Macht eigentlich immer einen ganz schönen Effekt. Ob das Make-up dadurch jetzt länger hält, kann ich echt nicht sagen. Da bin ich die falsche Person. So, ich bin jetzt fertig und ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach spätestens Montag wieder. Ich weiß nicht, wie jetzt der Wochenendplan von uns aussieht. Bis jetzt ist der noch ungeplant und schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall am Montagmorgen in einem Live wieder. Ich versuche gerade schon mal parallel das wegzuklicken oder meinen Browser so zu setzen, dass ich da auch überhaupt dran kann. So, das ist der Look mit der CC-Palette. Von außen finde ich die 1 Plus mit Sternchen. Ich liebe ja Katzen, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich finde die mega, mega schön. Die kommt halt mit verschiedenen, eher neutralen Farben daher. Die Matten funktionieren ganz, ganz toll. Von diesem Glitzer-Sparkle sieht man nichts auf dem Auge. Ich habe das ja auch extra mit dem Pinsel aufgedrückt, da sieht man nichts. Die Mattentöne, die ich verwendet habe, ich glaube, ich habe alle einmal irgendwo verwendet. Alle Mattentöne einmal verwendet. Die lassen sich wunderschön ineinander blenden, sind normal pigmentiert, haben jetzt keinen extremen Fallout gemacht. Die Schimmertöne, das sind diese, da. Das sind wirklich Standard-Schimmertöne, also da ist jetzt wirklich nichts Besonderes dran. Eher sogar noch nicht mal metallisch, also eher so ein bisschen Satin-Finish-mäßig. Für die Schimmertöne braucht man sich die Palette nicht holen. Und dann sind halt 1, 2, 3 Sparkles drin. Den habe ich jetzt genommen. Da muss man wirklich super, super vorsichtig mit sein, weil wenn man da auch nur ein bisschen zu fest drückt, hat man gleich einen Hit the Pen erreicht und den Sparkle überall verteilt. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt hier noch auf meiner Haut und auf meinem Auge so bleibt, wie er jetzt da ist. Kann ich echt nicht sagen. Das sind wirklich 2 grobe Glitzer-Sparkeltöne. Die sehen mega, mega schön aus. Die sehen so ein bisschen aus wie Standard-Metallic-Töne, sind aber wirklich Glitzertöne. Und da fühlt man auch diese Härte so ein bisschen an diesen Glitzern. Die möchte ich nicht unbedingt auf dem Auge haben. Für die Mattentöne ist die Palette auf jeden Fall mega, mega schön. Die wird auf jeden Fall erstmal nochmal in meiner Sammlung bleiben. Denn Verpackung ist alles, Katzenliebhaber, und diese Palette, glaube ich, gehen total. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, oder? Einmal nochmal mit dem Mund davor. Und der Sleeve, also dieses Ding, ist halt wirklich ganz, ganz schick gemacht. Irgendwie auch Katzen drauf, und man kann sich das dann auch wieder, da oben ist nämlich einmal so ein Haken, den klemmt man sich dann einfach hier wieder rein. Und dann kann man sich den auch wieder festmachen. Und der hält halt so ein bisschen. Man muss ihn halt immer wieder rausmachen. Übrigens, dieser Noppen, das ist einfach der Kleber von dem Spiegel noch. Ja, ansonsten bin fertig für heute. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ich habe den Link zu dem Becher unten in die Infobox gepackt. Das ist ein Affiliate-Link. Ich habe mir jetzt auch einen Account bei Buy Me a Coffee gemacht. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall am spätestens am Montag wieder. Tschüss!